In und um Medina lebten südarabische Stämme und zwei Stämme jüdischen Glaubens. In diesem monotheistischen Milieu hoffte Mohammed auf Zuspruch. Immerhin war er davon überzeugt, dass sich seine Offenbarung, wenn auch auf Arabisch, nicht von jeder der anderen Propheten unterschied. Mohammed bereitete sich auf eine Rückkehr nach Mekka vor und verkündete die Einbeziehung der außerhalb gelegenen Heiligtümer in den Kult. Außerdem auch, dass der Kaaba-Kult allen Gläubigen ohne Ansehen der Stammeszugehörigkeit offenstehen sollte. Praktisch formte er nun aus den Flüchtigen Stoßtrupps, die Überfälle auf mekkanische Karawanen ausübten. Als er 624 eine Karawane überfiel und es zu einem blutigen und verlustreichen Kampf kam, festigte sich seine Stellung in Medina. Mohammed kam allerdings immer mehr in Konflikt mit den Juden. Entgegen seinen Hoffnungen war er bei ihnen auf Ablehnung gestoßen. Sie zweifelten seine Offenbarung an und bestritten, dass er ein Prophet sei. Nach dem Sieg von 624 nutzte er einen nichtigen Anlass, um eine jüdische Sippe zu vertreiben. 627 folgte eine weitere jüdische Gemeinschaft. In dieser Zeit kam es zum offenen Konflikt mit Mekka, das ein Heer nach Medina schickte, um einen Entscheidungskampf anzustreben. Es folgte allerdings ein Grabenkrieg, der vorerst zu keiner Entscheidung führte. Da der Proviant knapp wurde und das Wetter sich verschlechterte, zerfielen die Belagerer. 628 zog Mohammed selbst mit einem Heer von 1500 Mann gegen Mekka, um, wie er verbreiten ließ, die Pilgerriten durchzuführen. Noch vor der Ankunft kam es zu Verhandlungen, die mit einem Vertrag endeten. Der Prophet könne im folgenden Jahr die Stadt als Pilger betreten, 10 Jahre sollen Frieden herrschen. Damit hatte Mohammed sein Ziel zwar nicht erreicht, war ihm aber näher gekommen. Nun verstärkte er die militärischen Unternehmungen gegen einzelne Stämme und wagte Vorstöße nach Norden, wo seine Truppen 629 erstmals mit dem Byzantinischen Reich in Kontakt kamen. Die Macht Mohammeds stieg. Viele stellten sich in Folge auf seine Seite. Zahlreiche Konvertiten machten nun unter Mohammed Karriere. 630 zog er schließlich in Mekka ein. Nur an wenigen ließ er allerdings Rache üben. Er gestaltete die Kaaba neu und ließ andere Heiligtümer zerstören. Danach kehrte Mohammed nach Medina zurück. Die letzten beiden Lebensjahre widmete er sich der Diplomatie. Nur der Nordosten der arabischen Halbinsel entzog sich seinem Einfluss. Die restlichen Stämme ordneten sich unter. So entstand ein neuer Stammesbund, den die neue Religion vereinte. Politische Loyalität bedeutete auch das Bekenntnis zu diesem neuen Glauben. Abordnungen christlicher Stämme erhielten Auflagen, die ein allmähliches Verlöschen des Christentums zur Folge haben sollten. So wurde es untersagt, Kinder christlich zu erziehen. Trotzdem ist weder das Judentum noch das Christentum im Orient verschwunden. Die Anhänger der Offenbarungsschrift, wie Juden, Christen und Zoroastrier genannt wurden, standen unter dem Schutz der Herrscher, mussten allerdings mehr Abgaben bezahlen. Im Staat hatten sie bestenfalls dienende Aufgaben und durften keinesfalls missionieren.